Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 2. Wir sollten uns jetzt hier mit Nathaniel treffen, aber der ist nicht da. Dafür steht Hovenian hier und den sprechen wir jetzt mal an. Begrüßt die strahlenden Helden, wir haben alle verfluchten Yo-Kais befreit. Ja, ihr habt es geschafft. Ihr habt uns ganz schön Ärger bereitet. Oh Gott, wer ist das? Die zwei vom Anfang. Sylvie. Und jetzt hat euch dieser Bengel auch noch eine lästige Uhr gemacht. Ihr, Gold und Sylvie. Gold und Sylvie? Waren das nicht diejenigen, die, was war das noch? Die Petzlinge angegriffen und Nathaniels Freunde verflucht haben? Genau. Sie waren es auch, die deine Yo-Kai Watch gestohlen haben. Eine kleine Zeitreise, um das Erfinderlein hier zu treffen, hat uns beunruhigt. Aber jetzt werdet ihr oder eure Uhr uns nicht mehr in die Quere kommen. Oh fuck, ich bin nicht mal geheilt. Wollt ihr mich verarschen? Meine Yo-Kai sind nicht mal geheilt. Oh fuck, das könnte ein Problem werden. Shit, wir gehen auf jeden Fall mal. Was habe ich denn Schönes? Viele, sehr viele. Viele, ja gut, wir heilen zuerst mal. Hier. Dämona, ja. Und dann legen wir los. Ultisil gleich von Baku. Vielleicht können wir jetzt eine oder andere via schlafen legen. Das wäre schon. Okay, Dornian ist beseelt. Das ist nicht gut. Baku, los! Und ich denke, es ist klug, wenn wir uns auf einen Gegner zuerst mal konzentrieren. Und ich würde sagen, wir nehmen Sylvie. So, dann reinigen wir kurz unser Dornian. Nein, beseelen nicht alle meine Viecher. Der Belzug ist jetzt wieder beseelt. Okay, Ultisil von Dämona. Ist nicht bereit, warum nicht? Dann halt von Chibanian. Aber bitte schnell. Aber bitte schnell. Nein, Chibanian ist... Fuck, Chibanian ist weg. Okay, schnell reinigen. So. Der Weltzug ist wieder da. Der soll auch gleich mit seiner Ultisil angreifen. Shit, was er jetzt noch kann. Komm schon. Gut, gut, gut. Und Ultisil. Und dann sollten wir Baku ein bisschen heilen. Niederstarre. Das war okay. Das war okay. Wir heilen Baku. Und dann wechseln wir. Und dann kommt die Ultisil von Dornian. Wasserhieb, ja, auf Dornian. Okay, 21 Damage, das geht. Und jetzt Dornige Tatzen! Ja, und wir haben Chibanian verloren, das ist gar nicht gut. Okay, das ist gut. Sylvies Ärger. Was machst du? Oh shit. Geschwindigkeit gesteigert, das ist nicht gut. Ja, was macht ihr? Oh Gott, Frostina heilen. Frostina heilen wir jetzt. So, zack. Ich würde auch gern Chibanian wiederbeleben eigentlich. Nein, nicht töten, Dornian. Bist du scheiße? Na fuck. Oh, Irrlicht. Yes, Irrlicht erhalten. Oh shit, 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 shit. Moment. Wir wechseln aus. Dann kommt die Ultisil von Frostina. Komm schon. Was macht sie da? Was machen die da? Shit, die eine hat die andere... absorbiert, wollte ich sagen, aber sie hat sie wieder vollständig geheilt. Seid ihr denn scheiße? Oh fuck, tut irgendwas. Tut doch irgendwas. Ich muss... Der Welt zum Heilen, schnell. Dann versuche ich noch die Ultisil durchzukriegen. Hallo? Scheiße, böse Schwestern, was machen die jetzt? Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Oh nein! Oh, viel zu viel Damage. Mach jetzt Rebellzug, bitte, schnell. Bitte mach. Schnell. Okay, dann wechseln wir. Oh Gott, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Fuck, Frostina heilen, bitte.
Ja, das sollte reichen. Dann Rebellswuch direkt wieder reinigen. Oh shit, Baku ist weg. Wasserhieb auf Dornian. Oh, fuck. Das ist gar nicht gut. Ich muss Dornian irgendwie heilen. Aber wie? Und Dornian ist, nee, ist noch nicht weg. Okay. Shit. Dornian heilen und zwar schnell. Dann die Ulti-Seele von ihm. Komm schon. Ich muss gleich irgendjemanden wiederbeleben. Ansonsten ist das ein Problem. Mach schon, Dornian, schnell! Dornian! Hau bitte drauf! Okay, und mit was kann ich denn irgendjemanden wiederbeleben? Würde mir das bitte jemand sagen? Nein! Nein! Oh, gut, daneben! Dornian hat es nicht erwischt. So, wie kann ich denn den Yuka jetzt wiederbeleben? Irgendwie so eine komische Medizin hier, ne? Belebt zur Hälfte, belebt, ja gut, hier. Wir werden Dornian wiederbeleben. Dann machen wir so. Und dann soll... Scheiße. Soll... Oh nein! Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Die heilen sich immer gegenseitig. Okay, das war in Ordnung. Dann bereiten wir die Ulti-Seele von Dämona vor. Ich habe ein Problem. Chibanian ist gleich wieder weg. Komm schon. Dämona. Und die eine ist weg. So, prügelt sie bitte kaputt jetzt. Ich muss unterdessen Chibanian heilen. Dann die Ulti-Seele von Rebellzebuch. Scheiße, die heilen sich permanent. Das gibt's doch nicht. Okay, ich muss meine Angriffe konzentrieren, damit ich beide gleichzeitig erledigen kann. Das heißt, zuerst Goldie attackieren. Nein, nicht Rebellzebub. Ja, gut. Ich muss irgendwie heilen. Rebellzebub. Ja. Ich habe gar keine Zeit, um Baku wieder zu beleben. Das ist scheiße. Oh, fuck, Dämona, was machst du da? Dämona? Nicht rödeln, bitte. Das ist gar nicht gut. Nein, nicht irgendjemanden beseelen. Fuck, das ist nicht gut. Fuck, das ist nicht gut. Nein, Dornian ist gleich weg. Nee, Dornian lebt noch. Okay, wir brauchen Dornian. Ich muss es heilen. Damit, schnell, Dornian. Dann Ulti-Seele von Chibanian. Ich brauche ein bisschen Zeit. Dann wird zwar die eine wieder besiegt, aber das macht nichts. Nein! Dornian kam nicht durch, scheiße. Wir wechseln. So. Vielleicht war es sogar besser, dass jetzt keine Ulti-Seele kam. Denn dann würden beide wieder besiegt werden. Aber langsam kann ich es riskieren, glaube ich. Nein, das war nicht gut. Auf wen? Nein! Scheiß nicht, Rebellzebub. Komm, greift sie doch an. Gut, ich glaube, wir können es wagen. Frostina, Ulti-Seele. Nein, ich muss schon treffen. Ich muss das richtig zeichnen. Jetzt werden wir es hinkriegen. Beide gleichzeitig. Eisige Dusche und... Das war's. Das war jetzt gar nicht so leicht. Ihr seht, ich komme hier ein bisschen in Stress. Aber wir haben es geschafft. Fantastisch. Ich war nicht mal geheilt vor dem Kampf. Das war scheiße. So, aber wir haben es geschafft. Level-Ups für alle. Und, oh mein Gott, 25 Euro. Und Ring der Illusion und mächtige Medizin. Perfekt. Was? Rebellzug verändert sich. Möchtest du, dass dein Yuka sich... Natürlich, es entwickelt sich. Bandito. Oh mein Gott, ja, diese Entwicklung hast du dir mit diesem Kampf verdient. Sehr gut. Noch stärker. Unser Rebellzug hat sich entwickelt. Fun-fucking-tastisch. Yeah. Das war echt ein heftiger Kampf, Leute.
Sie heilen sich wieder, natürlich. Was ist? War das alles? Wir sind gerade erst warm geworden. Nja! Was soll das? Wir haben sie doch besiegt, Nja! Lass sie uns kurz anbraten und zum Frühstück verspeisen. Frühstück. Oh, Nathaniel! Nehmt das, ihr Schurken! Ja! Ja! Nathaniel! Hast du wirklich gedacht, ein mariniertes Chili-Stäckchen würde uns wehtun, hä? Sei nicht so fies, Sylvie. Dank ihm hatten wir immer etwas zu lachen. Oh, shit. Erzwing das Böse dieser Welt mit Liebe, Mumm und Tapferkeit. Maximum der unbesiegbare Held, der starke Beschützer und Freund der Welt. Was zum... Seine Freunde? Ja, was, wo kommt ihr auf einmal her? Ja, du hast gerade Mut, Nathaniel. Ich finde, du hast das Zeug zum Helden. Und du bist stur wie eh und je. Aber das ist uns egal. Ich bin nur froh, dass wir Superhelden spielen können. Ich hatte lange keinen anständigen Kampf mehr. Das wird ein Spaß. Wir sind für dich da, Nathaniel. Sei mutig und lass uns dir helfen. Oh ja, bitte. Na gut, wenn ihr drauf besteht. Los, haut ihn aufs Maul. Einen Platz habt ihr noch frei. Macht euch bereit, ihr Möchtegern Hexen. Was ist das jetzt für eine Ultra-Attacke? Was war das? Wie kann das sein? Wie seid ihr so stark geworden? Wie könnt ihr es wagen? Ich kann mich nicht bewegen. Und dieser Hunger erst. Nathaniel, jetzt! Ja! Oh, die eine hat sie siegt. Unmöglich! Maxi! Du hast es geschafft, Nathaniel! War doch selbstverständlich. Ein Kinderspiel für den großen Maximum. Ja, und seine Freunde, würde ich sagen. Puh, das war jetzt nicht leicht. Das war echt stark, Nathaniel. Oma hat sich nicht in dir geirrt. Aber du musst doch viel lernen, wenn du mein Helfer werden willst. Was du brauchst, ist professionelles Superheldentraining. Was meinst du? Los geht's! Maxi! Ja. Ja. Was? Na, erst kommt. Auf geht's! Didi. Und dann Maxi. Weißt du denn gar nichts über Superhelden, hä? Das war eine Erkennungsmelodie und Pose von Maxium. Er übt das täglich. Das ist ja ziemlich peinlich. Na gut, Medium, das üben wir jetzt Tag und Nacht, bis du es drauf hast. Üben? Machst du Witze? Ich habe Sommerferien. Ja, da hätte ich auch keinen Bock, gegen so einen Scheiß zu üben. Ich muss das jetzt echt üben. Lass mich raten, jetzt kommt dieser scheiß Minispiel. Okay, scheinbar kann ich's nicht. Tag und Nacht, das hat er wohl ernst gemeint, ne? Okay, scheinbar kann ich's jetzt. Sieht zwar immer noch scheiße aus, aber mein Gott. Das war schon ein bisschen besser. Wie heute können wir Feierabend machen. Puh, und ich dachte schon, ich muss ewig hier bleiben und Posen anstudieren. Aber vergiss nicht, jeden Tag zu proben. Nächstes Mal gibt's einen Test. Was für ein Test? Fortsetzung folgt. Oh, Kapitel beendet scheinbar. Wir bitten vielmals um Vergebung, Eure Hoheit. Die Yokai Watch wurde zerstört, aber sie ist wieder aufgetaucht. Was zur Hölle bist du? Dieses Ding wird Menschen und Yokai zusammenbringen. Wie lästig. Nun müssen wir schnell handeln und sie endgültig beseitigen. Dum, dum, dum! Da 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 dum 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 dum. Die macht mir ein wenig Angst. Aber nur ein kleines bisschen. Gut, wir speichern. Ja, die Medaille vom ehemaligen Rebellzbub wurde ersetzt und wir sehen uns an, wie das nächste Kapitel heißt. Der Sturm ist hier.
Was für ein Sturm. Laut Wettervorhersage wird dieser Taifun der schlimmste der letzten Jahre sein. Was, ein Taifun? Wann? Es war etwas windig vorhin, aber... Ich weiß, du magst Wind, Shawnee, aber wenn es arg wird, müssen wir rein. Geschäfte werden schließen, Züge nicht fahren, es wird ziemlich heftig. Wir Reporter benutzen seltsam nicht oft, aber dieses Wetter in Lenzhausen. Regen und dann Sonne, es ist einfach seltsam. Hä? Seltsames Wetter? Was ist da los? Ich hab da schon so eine Idee. Ach je, das gefällt mir gar nicht. Dieses Wetter macht mich nervös. Du kannst raus, aber sei bitte vorsichtig bei diesem Wetter, Shawnee. Ja, in Ordnung. Ich glaube, ich bleib einfach in meinem Zimmer und lese. Das soll dir jemand glauben? Flattert mit den Armen wie ein Adler! Los, schneller! Hoch, runter, hoch, runter! Streckt eure Delta-Muskeln an, genau! Okay, die trainieren, während ich lese. Da kann man sich toll konzentrieren. Ich sagte wie ein Adler, nicht wie ein Hütchen. Super. Ja, zum Donnerwetter könnt ihr nicht ruhiger sein. Ich versuche zu lesen. Ja, warum bist du denn so wütend, Shawnee? Dieser Trainingsplan heißt Schleifers Beatcamp. Versuch doch auch mal. Ja, warum trainierst du nicht mit uns mit, Shawnee? Du sitzt nur an Jum und liest. Aber so bekommst du keine Bewegung. Ich will mich vielleicht gar nicht bewegen. Ich lese, wann ich will. Und schlafen kannst du sonst nicht 23 Stunden am Tag? Ja, vielleicht sogar 23 Stunden einhalb. Im Übrigen bist du eh nichts anderes als ein Schmarotzer, weißt du das? Ein Schmarotzer? Hast du mich gerade Schnurrer genannt, Nian? Tja, entweder bist du ein Schmarotzer oder du bist ein Haustier. Haustier? Ja, und ich bin dein Besitzer. Was? Ich bin weder Schnurrer noch besitzt mich jemand, Nian. Ach ja, und was bist du dann? Er ist ein ortsgebundener Katzengeist, der erbärmlich genannt wurde. Von einem Laster überfahren lässt, du erbärmliche Katze. Das war echt fies. Amy, wie konntest du mir so etwas sagen? Shawnee, du bist so gemein. Jetzt aber, du hast ihn doch dran erinnert, Whisper. Und Shibanyan, kannst du nicht... ein wenig katzenhafter sein, also leiser. Ich werde hier nicht rumstehen und mir sagen, wie ich zu leben habe. Aber, ihr zwei bist... Kennst du das Sprichwort? Ja, nicht. Hunde binden sich an Leute, Katzen an Orte. Es ist mein Zuhause, ja. Katzen fügen sich nicht einfach blind. Sabber, sabber, ja, Herrchen, ja. Ach, ist das so? Ja, vergiss es einfach. Und weg ist er. Gut, Shibanyan. Solltest du ihm nicht folgen, Shawnee? Ach, ich bin sicher, er kommt bald zurück. Ja, wir sollten vielleicht doch nach ihm sehen. Schlüsselaufgaben. Direkt hier bei Whisper ist eine. Interessant. Sehen wir uns erstmal an, was wir hier machen müssten. Shibanyans Geheimnis. Nach einem dummen Streit mit Shibanyan ist er gegangen. Ich bin sicher, er kommt zurück. Aber vielleicht sollten Whisper und ich bei Tag nach ihm suchen. Aha, Papa verfolgt und holt ja Rang B. Okay, aber das machen wir alles erst beim nächsten Mal. Denn das war's bereits wieder für heute mit Yo-Kai Watch 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!